Mit diesem Hartz IV ist etwas passiert, was von ungeheurer nicht nur Symbolkraft war, sondern auch von eurer Tragweite später, was kaum diskutiert wurde, als es 2003 geschrieben wurde, dieses Gesetz 2005 in Kraft trat. Es sind Millionen Menschen vom Sozialhilfegesetz in Hartz IV gewandert, aber eines ist nicht mitgewandert, nämlich der Paragraph 1 des Bundessozialhilfegesetzes, dass jeder Mensch ein Anrecht hat auf ein Leben, das seiner Menschenwürde entspricht. Dieser Satz wurde bewusst ausgelassen und ist nicht übergenommen nach Hartz IV. Die Menschenwürde als Leitsatz wurde schlicht gestrichen in der Grundsatzordnung. Sie sollte nur noch gelten für einige wenige, die im SGB-12 sprich Sozialhilfe vornehmen. Für die große Masse der Hartz-IV-Bezieher sollte damals, und das war politisches Programm, Menschenwürde erstmal keine Rolle mehr spielen. Erst auf Druck des Bundesverfassungsgerichts, nach dem Urteil 2010, wurde dann dieser Satz wieder reingenommen. Aber nicht aus politischer Überzeugung. Was stattdessen stattfand, war nicht mehr Menschenwürde als Leitspur des Handelns in Hartz IV, sondern sogenannte Massenverwaltungstauglichkeit. Mit dem Ergebnis, es darf keine Regelung da sein, die sich nicht in irgendeinem Computerprogramm abbilden lässt. Und das führte genau zu diesen wenigen Spielräumen, die vorhin schon der Oberbürgermeister beklagt, die heute überhaupt noch da sind, die sozialen Leute da waren. Und das hat direkt mit Menschenwürde zu tun. In der Sozialhilfe war der Geist da, dass wirklich jeder Mensch in seiner individuellen Notlage eine Hilfe braucht. Und ein schlechtes Ermessen hatte die Sozialhilfe auch. Es gab Streit, es gab viele Gerichtsurteile, klar. Aber es wurde wenigstens gerungen. Das ist bei Hartz IV alles. Massenverwaltungstauglichkeit ist das Stichwort. Und da kommt man zu solchen wahnsinnigen, menschenverachtenden Sachurteilen wie zu diesem Kinderbett. Dass ein dreijähriges Kind in dem Bett schlafen soll, das vereinigt ist, weil alles andere nicht verwaltungstechnisch im Moment nicht handhabbar ist und der individuelle Rechtsanspruch nichts mehr zählt, der individuelle Bedarf nichts mehr zählt, selbst wenn das Kind mittlerweile einen halben Meter größer ist. Das ist nicht mehr nur Satire, das ist mittlerweile schon zynisch, was da passiert. Der Hintergrund ist der, warum das möglich ist, dass wir mittlerweile einen Zeitgeist in Deutschland haben, wo Menschenwürde keine Rolle mehr spielt. Menschenwürde wird mittlerweile nur noch dann akzeptiert, wenn es sich rechnet. Und ich muss selbstkritisch sagen, dass auch die Wohlfahrtspflege auf diesen Irrweg reinfällt. Da versucht die Wohlfahrtspflege der Wirtschaft, der Politik vorzurechnen, dass es sich doch rentieren könnte, in Bildung zu investieren. Für alle. Oder es wird vorgerechnet, dass es sich auszahlen könnte, armen Menschen zu helfen, volkswirtschaftlich und fiskalpolitisch. Weil letztlich alle davon profitieren. Man spricht mittlerweile von Social Profit, vom Mehrwert des Sozialen. Ich war vor einiger Zeit vor den Bundestagswahlen eingeladen bei einer Arbeitsgruppe der SPD, als sie gerade ihr Wahlpapier zum Steuerrecht fertig machten. Und dann war die Programme, hieß es, dass die SPD aus ihrer Tradition doch wahrnehmen müsse, dass mittlerweile so viele Menschen in Armut sind, dass auch der Wohlstand in Deutschland mittlerweile gefährdet sei. Und deswegen müssen wir was tun. Ich konnte nur sagen, da haben die Armen aber Glück. Ja. Ist ja nicht so. Wenn der Wohlstand nicht gefährdet wäre. Ja, genauso argumentieren wir doch mittlerweile bei der Erziehung von Kindern. Wir haben irgendwann, da kommt das schreckliche Wort sogar in der Wohlfahrtspflege gelegentlich, wir haben mittlerweile ein Problem im Humankapital in Zukunft. Wie fürchterlich. Was wäre denn mit den Kindern, wenn wir kein Problem hätten mit unserem Bruttoinlandsprodukt und Fachkräften? Würden wir sie auf der Straße lassen? Wir gewöhnen uns an, immer mehr über sozialen Mehrwert zu argumentieren und vergessen dabei, der höchste Wert, da gibt es keinen Mehrwert, ist der Mensch. Wir haben uns mittlerweile, wir müssen aufpassen, alle, wieder auf eine neue Nützlichkeitslogik eingelassen. Und da, wo wir über Nützlichkeit sprechen, von Kindern,
von Menschen, die krank sind, man vielleicht über Rehabilitation ihren Arbeitsprozess bringen kann, etc., damit sie uns hier auf der Tasche fliegen, damit sie was beitragen zur Wohlfahrt des Ganzen. Damit für Nützlichkeit sprechen wir jetzt auch immer unnütze Menschen. Das muss man wissen. Wie lässt sich denn der Social Profit in einem Muslims berechnen? Wie lässt sich denn der Social Profit und die fiskalische Nützlichkeit in einem Pflegeheim berechnen? Die gruselige Antwort will ich hier gar nicht nennen. Und der Mensch ist nicht teilbar. Und der Mensch ist nicht zurückzuführen auf Verwertbarkeit. Menschenwürde an sich, das war das Wort heute von dem Lehrplan, was ich mitnehme nach Hause. Darum geht's. Und ich denke, was wir in Deutschland brauchen, ist eine neue Wertediskussion. Wir brauchen eine Werte-Renaissance. Wir müssen uns entgegenstellen, den Neoliberalen, den Volkswirten, den Ökonomisten, die alles berechnen wollen, alles muss sich rechnen und die uns dazu zwingen wollen, vorzurechnen, was für einen Nutzen denn diese Gesellschaft insgesamt davon hat, wenn wir einem Kind helfen, einem pflegebedürftigen Menschen, wenn wir dafür sorgen, dass Menschen, die Hunger haben, endlich was bekommen und sie auch hier einwandern lassen. Dann gibt es keinen Mehrwert. Dann geht es hier nur noch um den Menschen und die unteilbare Menschenwürde. Und das ist das, was mich jetzt hier an der urbanistischen Union holt, was ich auch mitnehme. Wir brauchen diese Diskussion des Unteilbaren. Wir müssen sagen, wir müssen wieder deutlich machen, dass Deutschland Lebensstandort ist und nicht Wirtschaftsstandort. In erster Linie Lebensstandort. Und dass jeder das Recht auf diesen Lebensstandort hat. Egal, ob er was zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen kann oder nicht. Dazu müssen wir wieder zurück. Und dazu müssen wir auch reagieren. Und dann müssen wir unbequem sein. Und dann will ich auch die Wahrheit wissen. Dann will ich die Leute auch wirklich stellen. Und dann will ich auch wissen, wie hältst du es denn mit Vermögenssteuer? Wie hältst du es denn mit Erbschaftssteuer? Wie hältst du es denn mit einem solidarischen Steuersystem? Wie hältst du denn davon, dass wir auch in 10, 20 Jahren noch soziale Infrastruktur hier vor Ort, in Marburg, im Ruhrgebiet, überall finanzieren wollen, damit wir lebendige Gemeinwesen haben? Darum geht es. Diese Diskussion werden wir im nächsten Jahr führen müssen, werden wir im übernächsten Jahr führen müssen. Die Zeit ist knapp. Die Zeit ist knapp. Wenn wir nicht das Ruder umreißen, dann wird uns die Schuldenbremse in eine Abwärtsspirale führen. Vor Ort im Sozialstaat kommen wir gar nicht mehr raus. Wir haben noch ein paar Jahre und deswegen beide Diskussionen müssen wir führen. Die Diskussion um die Menschenwürde, die unteilbare Menschenwürde auf der einen Seite und die Diskussion um die Finanzierung eines Lebens für alle Menschen, das dieser Würde entspricht und als Aufmunterung und Ansporn dafür nehme ich diesen Preis wieder gerne nach Berlin. Danke.